Das Spiel wurde mir immer wieder als Geheimtipp empfohlen, jedoch hat es irgendwie nie seinen Weg in meine Sammlung gefunden. Das Cover sieht durch seine ungewöhnliche Gestaltung schon einmal sehr interessant aus, aber was steckt dahinter? Was taugt Haienkyu Alien für den Gameboy heute noch? Das Spiel ist leider nur in Nordamerika und in Japan 1990 erschienen, wurde von Hyperware entwickelt und von Meldec veröffentlicht. Es basiert auf dem Arcade-Automaten, der zuerst 1979 in Japan erschienen ist. Ich möchte mich an dieser Stelle auch wegen meiner Aussprache des Titels entschuldigen, vermutlich wird es eigentlich ganz anders ausgesprochen. Das Spiel ist in zwei verschiedene Spielmodi aufgeteilt, die sich ähnlich spielen, aber sich dennoch unterschiedlich anfühlen. Der Classic Mode bietet euch, wie der Name es schon erahnen lässt, die klassische Spielerfahrung des originalen Arcade-Spieles. Entsprechend ist hier die Optik quasi auch 1:1 umgesetzt worden, um das Spielgefühl von damals auch zu simulieren. Ihr startet in einer Art Pac-Man-artigen Labyrinth, wobei der Aufbau je nach Level unterschiedlich ist. In diesem Gebilde bewegen sich Gegner herum. Berührt euch einer, verliert ihr natürlich ein Leben. Eure Aufgabe ist nun wenig überraschend, erledigt alle Gegner, um zum nächsten Level zu gelangen. Dazu steht euch eine Methode zur Verfügung, Löcher buddeln. Auf Knopfdruck könnt ihr entweder Löcher graben oder zuschaufeln. Ihr grabt also eine Mulde, wartet bis ein Gegner dort hineintappt und buddelt sie dann schnell wieder zu. Auf diese Weise ist der Fiesling lebendig begraben und daher ausgeschaltet. Ihr müsst jedoch aufpassen, da Gegner nur in tiefe Löcher hineinfallen und sich nach kurzer Zeit wieder selbst befreien können. Auf diese Weise bestreitet ihr dann Level nach Level. Ihr müsst immer taktisch Löcher graben und die Gegner im Auge behalten. Der neue Modus nimmt nun dieses recht einfache Spielprinzip und erweitert es etwas. Der Grundaufbau bleibt natürlich gleich und hier wurde nur im Detail etwas geändert. So wurden zum Beispiel bestimmte Felder eingeführt. Metallplatten verhindern zum Beispiel, dass ihr dort ein Loch grabt. Die Fieslinge haben hier mehr drauf und können sich auch gegenseitig aus den Löchern befreien. Außerdem wurden mit den Super-Aliens neue Gegner eingeführt und kleinere Optimierungen wie die Geschwindigkeit eurer Spielfigur umgesetzt. Die spielbare Levelanzahl wird in diesem Modus auch etwas gestreckt, da ihr immer denselben Aufbau mehrmals spielt, wobei sich natürlich sowohl eure Startposition als auch die der Aliens ändert. Das mag jetzt zwar etwas seltsam klingen, fällt jedoch gar nicht so negativ auf, wie ihr vielleicht denken mögt, da durch die Verschiebung noch genug Variation in das Spiel gebracht wird. Wenn ihr also keine großartige Nostalgie zu den Arcade-Automaten haben solltet, und das müssen die meisten von euch sein, dann würde ich euch definitiv die neue Version empfehlen. Die spielt sich einfach gefühlt geschmeidiger. Das mag jetzt auf den ersten Blick alles sehr simpel klingen, jedoch entfaltet das Spiel über die Zeit dann doch eine überraschend große taktische Tiefe. Wie stelle ich die Fallen auf? Wie kann ich meinen gesicherten Bereich expandieren? Das sind alles Fragen, die ihr euch konstant stellt und so fühlt sich keine Runde so wie die andere an. Leider gibt es kein Passwortsystem oder ähnliches. Das Spiel sieht für ein so frühes Puzzlespiel echt gut aus. Also, das ist natürlich auf den neuen Modus bezogen, wobei der klassische natürlich durchaus auch einen gewissen Charme hat. Bei der Musik trumpft das Spiel aber so richtig auf. Die geht sofort ins Ohr und ist hervorragend gelungen. Was taugt Haienkyu Alien für den Gameboy also heute noch? Die ganzen Empfehlungen, die mich über die Jahre erreicht haben, sind wenig überraschend wahr. Es ist genau das, was auf dem Gameboy so hervorragend funktioniert. Ein sympathisches Spiel mit einer einfachen Mechanik, welches aber eine große taktische Tiefe bietet. Für mich eine klare Empfehlung. Das war der Test zu Haienkyu Alien für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Ooh.